I'm getting off, buddy. Bullet! Heel! Come here, boy. Okay, seek. Nothing, eh? Stick close to me. Das könnte uns irgendwie weiterhelfen. Er scheint nicht hier zu sein. Ich könnte gerade so einschlagen, Leute. Sind wir halt wieder hier, ne? Let's go, Bullet. Kann ich auch irgendwie den Hebel noch wieder herzaubern? Hier. Ich finde aber tatsächlich, dass sich das Game, also die Atmosphäre selber kaputt macht. Dadurch, dass man absolut keine Ahnung hat, wo man weiterkommen soll. Weg, Hopper. Es kommt halt ab und zu so ein Jumpscare und die finde ich auch wirklich gut eingebaut. Ich verstehe nicht, wieso. Sie können ja Horrorgames machen, wieso machen sie es dann nicht? Ich bin echt gerade ein bisschen deprimiert, weil wir suchen ja jetzt schon wieder sicherlich seit 10 Minuten einen Weg, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Das hatten wir letztes Game auch schon. Ich meine, letztes Game lag es daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Auch kein Ventil, was wir abschrauben können oder so. Hallo Kitty, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Das wollte ich gar nicht. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir das Game abbrechen, weil ich das gerade echt extrem nervig finde. Oh mein Gott, ich habe mich gerade so erschrocken, weil die Tür dahinter aufgegangen ist. So müde bin ich schon. So müde bin ich einfach schon, obwohl ich wusste, ich wollte ja die Tür aufmachen. Och Mann, ich will nicht schon wieder ein Spiel abbrechen, Leute. Oh. Ich habe das Gefühl, das wirkt immer so, als hätte ich kein Durchhaltevermögen. Wo bist du denn gerade? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin gerade bei circa 3 Stunden, aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich nicht so lange hätte brauchen dürfen für das, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich suche gerade das Ventil für diese Maschine hier. Das Ventil, was hier raufkommt. Was hast du zuletzt gemacht? Wir sind am Sägewerk, das könnte dir helfen. Wir sind Zug gefahren. Was haben wir denn davor gemacht? Was haben wir denn davor gemacht? Das mit dem Stein. Stimmt, wir haben den Grabstein genervt. Hast du genervt gesagt? Wir haben den Grabstein gesucht. Wie kann ein Horrorspiel mich so müde machen, Leute? Der Grabstein ist schon ewig her. Ja, nach unserem Zeitempfinden, aber ich glaube, es ist eigentlich noch nicht lange her. Wir halten uns hier nur gerade so lange auf. Oh. Ich lasse einfach mal eben ein. Potti, wäre nett, wenn du mal eben nachgucken kannst. Ich bin einfach zu müde, wenn ich hier jetzt einfach die ganze Zeit weiter rumdümpel. Dieses Spiel, das macht das Spiel einfach so anstrengend. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde wenigstens so, wenn der, wartet sofort. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir können das heute am Stück durchzocken, was? Was meinst du? Erstmal eben meine ganzen Benachrichtigungen wegmachen. Das Schloss am Bunker? Was für ein Bunker? Nein, da komme ich her, aber da komme ich jetzt auch gar nicht hin. Wie soll ich denn jetzt dahin zurückkommen? Aber am Bunker waren wir schon, aber das ist Ewigkeiten her. Ja, am Campingplatz waren wir schon mehrfach. Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich finde halt wenigstens so, wenn... Es gibt ja wirklich Spiele, die darauf konzipiert sind, wenn die merken, okay, so nach einer halben Stunde kommt der Spieler nicht weiter, dann geben wir ihm mal einen Hint. Oder er hat die Möglichkeit, Hints zu nutzen. Ich finde, oh, bei so einem Spiel ist das so wichtig, weil ich finde, das macht die Atmo gerade so kaputt, die eigentlich relativ gut ist. Alice schon kontaktiert. Sind wir nicht Alice? Wir sind doch Alice, oder nicht? Der Sheriff ist schon tot. Der Sheriff ist schon tot. Die Freundin, die kann man ja immer selber kontaktieren. Ich glaube, wow, Spoiler, das haben wir am Anfang von heute gesehen. This isn't a spoiler. Ja, irgendwelche kleinen Hints. Es muss ja auch nichts Großes sein, aber wenigstens irgendwas, wenn das Spiel merkt, der Spieler schafft es einfach alleine nicht. Ich würde mir so sehr irgendwas wünschen, was mir helfen würde. Das wollte ich gerade tun. Halt irgendwie genau in so ein bisschen in so eine Richtung schubsen. Er in seine Hosentasche greift. Oh, hier ist das Ventil. Ich habe noch gar nicht mein Essen heute eingetragen. Das kann doch nicht so schwer sein. Was, mein Essen einzutragen? Einer kaputten Dampfmaschine entnehmen kann. Alles gut, du bist weiter. Ehrlich? War hier nicht irgendwo eine kaputte Maschine? Nochmal versuchen, wenn du fitter bist. Ich glaube... Weil Freitag war das ja auch schon nicht mehr. Freitag hatte ich auch wenig geschlafen, aber ich glaube einfach, dieses Spiel macht mich müde. Weil halt so wenig passiert. Ich glaube, das Problem werden wir jedes Mal haben, wenn ich das Spiel spiele. Den Hund nochmal aufs Dach schmeißen. Nothing there, huh? Stay close, Bullet. Ja, ich mache ja auch schon die ganze Zeit, ich sage ja auch schon die ganze Zeit, sucht, ob er mir halt irgendwie einen Hint geben kann, aber es kommt ja nicht. Also es gab schon Situationen, wo der Hund mir helfen konnte, aber hier gerade irgendwie nicht. Ärgert mich auch ein bisschen. Hallo Sky, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Wir sind am Sägewerk. Das hier ist das Sägewerk und wir brauchen an der Maschine vom Sägewerk brauchen wir das Ventil hier bei dieser Maschine. Wir sind am Sägewerk. Meine ich zumindest. Ich dachte, wir wären beim Sägewerk. Hundi. Good dog. Yeah, good dog. Es gibt September. Ich wollte gerade sagen. Übungen für die Beine. Oder wollen wir dahin? Teabag den armen Hund nicht. Vielleicht wollen wir da auch hin. Wir sind da. Steam Dunkey. Ich weiß gar nicht, was ist denn September dieses Mal? Ich habe mich doch gar nicht. Das Ventil an der kaputten Maschine muss ich suchen. Ja, aber da gab es nicht so irgendwas zu. Also ab heute 22 Uhr, also in 20 Minuten. Und die läuft ja. Kabine. We're getting off, buddy. Ich glaube nicht, dass wir hier auch noch das Ventil finden. Und hier ist ja auch anscheinend, die Dampfmaschine funktioniert hier, ja. Hallo, kannst du bitte... Jump up, boy. Wie geht's dir so? Hab ich das schon... Hast du schon darauf geantwortet, Sky? Ich bin gerade ein bisschen müde. Let's go, Bullet. Die ist definitiv kaputt. Wir müssen jetzt aber nicht zu Fuß lang, oder? Hallo Dried Chicken. Och, meine Güte, wir müssen hier lang, das ist richtig. Hundi! Ist unser Hund mal wieder vorbei? Schön close. Gibt es in dem Spiel auch Horror-Elemente? Nevermind. Ja, mir geht's gut. Das klingt doch gut. Ich hab eh keinen mehr. Oh, wie kommt's? Hier ist eine kleine Kabine. Hier ist weder eine Marke noch ein Ventil. Psychologisches Gutachten, hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Der Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt, offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Jetzt neu zu installieren. Wir müssen hier noch weiter. Wie komme ich da hoch? Hä? Ich sehe es, aber wie komme ich... Oh. This one is barely holding up. Let's see if there's anything to salvage. Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Also auf alle Fälle hier lang. Und dann kamen wir von hier unten. In die andere Richtung. Guck mal, auf dem Boden verteilen. War das hier? muss ja sagen, ich finde ja tatsächlich, weil Sky gerade sagte, er möchte niemanden mehr haben. Ich finde ja tatsächlich, was Sayuri gemacht hat, relativ cool. Sie hat die Donations ja komplett ausgestellt und sagt, okay, wenn ihr mich supporten wollt, dann verschenkt besser Subs, weil davon auch andere was haben. Achso, ich habe eine Ausdauer, ne? Schneller hier immer drauf sitzt. Ja, recht mutig, das stimmt. Aber nicht so wichtig. Aber wenigstens die Hälfte der Story schon. Weil bis jetzt muss ich sagen, ich bin so enttäuscht von diesem Spiel. Das macht mich so sad. Come on. Ist noch Vorspann. Das wäre jetzt in The Walking Dead so. Nee, in Life is Strange 2. Sogar schon sehr weit. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Fix this thing and try again. Without blowing the gauge this time. Oh, ich hätte darauf aufpassen müssen, dass es nicht rot wird, oder? The road's clear. Hop on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Jetzt weiß ich, wo du bist, solltest du hängen. Schon zu weit an der Weiche oder kommen wir da jetzt richtig an, wenn nicht? Ach, nee, habe ich mir gedacht, wir müssen ein bisschen weiter zurück. Bis gleich, Papa. Ich dachte gerade, wir fahren schon wieder in den falschen Weg. Ich warte schon auf den nächsten Jumpscare.